Hallo zusammen, da bin ich wieder an meinem Schreibtisch. Ja, nach einer kurzen, ungeplanten Krankheitspause inklusive Krankenhausaufenthalt bin ich wieder so einigermaßen fit für meinen Schreibtisch. Also noch nicht ganz gesundheitlich fit, aber ja, so langsam komme ich wieder in meinen Alltag und in meine Strukturen. Mit Kind, das ist halt dann auch immer so eine kleine Herausforderung, aber oder zumindest anders als vorher, wenn man krank war. Aber ja, wir finden uns langsam wieder ein und sind auf dem Weg der Besserung. Und ich wollte jetzt heute, weil ich ein bisschen Zeit habe, euch die Happy Mails und Bestellungen anzeigen, die in letzter Zeit eingetrudelt sind. Ich hatte schon mal dazu ein paar Stories gemacht letzte Woche auf Instagram. Aber ich möchte sie natürlich euch hier nicht vorenthalten, beziehungsweise diese schönen Sachen hier auch würdigen von den lieben Leuten, die mir was zugeschickt haben. Von daher würde ich sagen, starten wir einfach. Ich glaube, vier der Pakete, also ich habe hier insgesamt fünf, vier davon hatte ich schon auf Instagram gezeigt. Eine Happy Mail ist noch hinzugekommen in der Zwischenzeit. Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe nur mal heute ganz kurz so reingeglupscht. Und dann dachte ich mir, wieso hebe ich mir das eigentlich nicht fürs Video auf? Wäre ja schön, wenn wir die gemeinsam auspacken. Der Rest ist schon ausgepackt, wie gesagt, weil ich auch auf Instagram mich einfach bei den Leuten auch bedanken wollte. Und dementsprechend seht ihr auch, dass die Pakete schon auf sind. Ja, ich würde sagen, wir starten als erstes mit den Bestellungen und switchen dann über zu den Happy Mails. Ja, es ist jetzt natürlich kein Überraschungseffekt mehr für mich, aber trotzdem ist es schön, die ganzen Sachen sich nochmal anzuschauen. Ich habe hier zwei Bestellungen, einmal von die Papeteria, also von der lieben Ria und von Pen und Alex, also von Alex. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Papeteria. Und zwar hatte ich bei der lieben Ria immer in ihren YouTube-Videos und auf Instagram gesehen, dass sie mit ihrem handgeschöpften Papier immer so richtig coole Dekos herzaubert. Und ich wollte dem Ganzen auch mal ja einen Versuch geben, beziehungsweise eine Chance geben, mich da auch mal ranzutasten und habe ein paar ihrer Papiere bestellt. Beziehungsweise ein Set. Sie hat da, glaube ich, so zwei bis drei verschiedene Farbsets. Und genau, da seht ihr auch noch mal so ein bisschen das, was halt dazu kommt, wenn man das bestellt. Genau, das sind halt ihre handgeschöpften Papiere. Und hier auch noch eine kleine Dankeskarte. Und ja, folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram. Ihr seht da den Namen, die Papeteria. Und sie hat mir auch ein super schönes kleines Goodie reingelegt, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich das auch in eines ihrer Videos gesehen habe, dass sie so Blankokreise geplottet hat, die man dann nach Belieben einfärben kann, bestempeln kann. Ja, also das sind die Möglichkeiten oder die Grenzen ja unendlich. Und ich finde das richtig cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren demnächst. Und dann kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Bestellung. Eigentlich zu der eigentlichen Bestellung. Wow. Also seht es mir so ein bisschen nach. Ich bin noch nicht ganz fit und sprechenbar die letzten Tage auch nicht so drin, weil meine Stimme komplett weg war. Aber so, wir haben hier verschiedene Papiere. Und zwar hatte ich mir das Set ausgewählt, was auch so viele Blau- und Beige-Töne drin hat. Und ich weiß gar nicht, wie ich euch das am besten zeigen kann, damit ihr auch so ein bisschen die Farben erkennt. Vielleicht fangen wir mal bei dem Blauen an. Also hier sind so vier, fünf verschiedene Blautöne dabei. Teilweise auch unterschiedlich dick und die Haptik ist auch immer so ein bisschen anders. Also die Struktur des Papiers ist auch immer wieder so ein bisschen anders. Finde ich richtig cool. Und die haben halt hier so eine, ja, also sind halt so leicht befleckt.
Also befleckt im Sinne von, die haben halt so kleine Sprenkel, finde ich richtig süß. So kleine Papierreste wahrscheinlich. Ja, und so sehen die Farben aus. Also es ist halt echt so ein schönes Blau-Grau, würde ich jetzt sagen. Das hier ist noch so ein bisschen heller. Oh, es regnet gerade ganz dolle. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen heller, das ist ein bisschen dunkler. Also verschiedene Variationen. Finde ich richtig cool. Und dann ist hier noch so ein Farbblock, nenne ich es mal, was so ein bisschen mehr in diese beige Richtung geht. Ja, da seht ihr halt auch, die Struktur des Papiers ist immer anders. Klar, weil es halt auch handgemacht ist. Aber ich habe noch nie selber Papier handgeschöpft. Also ich habe keine Ahnung. Also in der Theorie weiß ich, wie es geht, aber ich weiß nicht, wie es in der Praxis funktioniert. In der Theorie habe ich es mal während meiner Ausbildung und meines Studiums gelernt, aber ja, richtig cool. Dann sind hier noch zwei weitere Farben und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die jetzt mit zum Set gehören oder ob sie die mir als Goodie reingelegt hat, weil die so komplett anders sind von der Farbpalette her. Also hier ist einmal so eine Art, ja, weiß, gelb, beige. Also es ist schwer zu beschreiben, was für eine Farbe das hier ist. Also es ist auf jeden Fall etwas strahlender als das darunter, aber es ist auch nicht ganz weiß. Es hat eher so einen gelben Touch. Und dann noch hier so ein Rosa, was auch so leicht glitzert. Wahrscheinlich sieht man das durch die Kamera nicht so gut. Aber es ist auch super schön. Das fühlt sich auch richtig toll an. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was man daraus alles basteln und kreieren kann. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Papier. Also vielen Dank, Ria, für die schnelle Abwicklung und für den Versand. Das hat alles super geklappt. Also absolute Empfehlung. So, und damit kommen wir auch zur nächsten Bestellung und zwar von der lieben Alex. Ihr kennt wahrscheinlich Pen and Alex. Ich habe letztens ihr Patreon-Video geschaut, ihr neuestes. Also falls ihr noch nicht bei ihr auf Patreon, wie sagt man, ihr nicht auf Patreon folgt oder kein Patreon seid, empfehle ich euch das auf jeden Fall. Es sind so coole Inhalte und ja, so schöne Einblicke, die man noch so bekommt. Und ein total netter Austausch, sei es mit Alex als auch mit den anderen Mädels und Jungs. Ja, und ich habe lange auf meiner Liste gehabt, dass ich ihre neuen Sticker bestellen möchte. Und als ich sie dann in dem Patreon-Video gesehen habe, ist es mir wieder eingefallen und ich habe direkt die Bestellung abgeschickt. Ja, hier ist es hier ein bisschen alles reingeworfen, weil ich das nach der Story quasi, die ich auf Instagram gedreht hatte, einfach auf den Schreibtisch gepackt habe, weil ich so krank war und keine Kraft hatte, das einzusortieren oder irgendwie wieder schön zu legen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich möchte euch ja heute auch alles zeigen. Von daher, ja, wühlen wir uns da jetzt einfach nochmal durch. Also hier ist nochmal ihre Karte und ihre Webadresse, Instagram-Adresse, YouTube-Adresse und so weiter. Und eine ja, Dankeskarte, also auf der zwei, also auf der Rückseite so. Finde ich auch richtig cool. Ja, dann nochmal eine Visitenkarte. Und ich habe mir vor allem, ja, ich habe vor allem die Bestellung abgeschickt wegen der Blumensticker, die mir richtig gut gefallen, weil ihr wisst, gerade sind Blumen ja noch immer so sehr im Trend und ich mag ja die Pion-Blumen auch sehr. Aber ich finde halt auch schön, wenn man mal so ein bisschen Abwechslung vom Stil her hat und die sind halt auch total niedlich. Sie hat mir sogar auch ein Goodie reingepackt, wo ich ein bisschen baff war. Aber vielen Dank nochmal, liebe Alex. Dann habe ich mir diese Words of Love Sticker bestellt. Die benutzt sie auch in ihren TN-Dekos. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, das ist ein TN gewesen. Ja. Und ich wollte das Ganze auch mal ein bisschen ausprobieren. Normalerweise ist das gar nicht so mein Stil. Aber ich finde es ganz cool, als ich das bei ihr gesehen habe. Und ja,
Man kann ja mal schauen, was man so daraus alles basteln kann oder wo man das halt alles benutzen kann. Und ich habe mir noch dieses Travel Essentials Set bestellt, was ich auch richtig toll finde. Ich glaube, das ist schon ein etwas älteres Set, was ich aber noch nicht besitze. Kann man echt nie genug haben. Ich bereue es so ein bisschen, dass ich meinen alten Sticker so gut aufgebraucht habe, weil die gibt es ja nicht mehr so zu kaufen. Aber ja. Deswegen, vielleicht bestelle ich mir irgendwann nochmal Nachschub, bevor es die halt auch nicht mehr gibt. Das wäre richtig schade. Dann habe ich mir noch, genau, dieses Washi-Tape bestellt. Ich muss mal schauen, ob ich hier irgendwo noch das Label finde. Ja. My Love for Stationery heißt das. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle. Ich habe damit so ein bisschen gezögert. Ich finde das Washi-Tape an sich oder das PET-Tape an sich sehr hübsch. Die Motive gefallen mir total, aber es ist halt auch oft ein TN drauf und ich besitze kein TN. Und das war immer so mein Grund, es mir dann nicht zu kaufen. Und ich habe sogar mit jemandem dann auch ein Sample getauscht, das seht ihr gleich, weil ich mir dachte, ach, ein Sample wird reichen. Ja, irgendwie war es dann doch nicht so. Und ich dachte mir, nee, komm, bestell dir jetzt das Tape. Es ist wunderschön. Also ja, und ich finde, es muss auf jeden Fall in meine Sammlung rein. Deswegen habe ich es dann auch bestellt. Und ich mag diese Farbbubbles hier. Ich mag die Zitate und diese Briefe und ja, diese Classic-Keybox. Es sieht alles so toll aus und so schön gezeichnet. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich jetzt dieses Tape besitze. So, ja, und das ist auch schon meine Alex-Bestellung. Ich packe das jetzt erstmal wieder alles so grob ein, damit wir direkt zur nächsten Box kommen. Die nächste Happy Mail ist von der lieben Becca. Vielleicht kennt ihr sie unter Aquafilo, ist auf jeden Fall ein Urgestein in der Planerwelt. und ich habe sie anscheinend irgendwie angefixt, wieder mit dem Filofaxen anzufangen. Und dann kamen wir in den Austausch und ja, da habe ich ihr auch eine kleine Happy Mail zum Starten quasi geschickt mit so den neuesten Tapes, die es so gibt oder die ich so besitze. Und genau, dann kamen wir nochmal in den Austausch wegen der Alex-Tapes. Und da hat sie mir eine kleine Happy Mail geschickt, wo wirklich viel mehr drin ist, als ich erwartet habe. Es ging eigentlich nur um die Tapes, aber manchmal artet das ja aus. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ja, ich möchte euch jetzt auch nicht lange foltern. Es ist besser, wenn man es einmal schnell zeigt. Es ist ein bisschen durcheinander hier auch, weil, wie gesagt, ich habe das einfach nur einmal ausgepackt, in der Story gezeigt und dann einfach zusammengelegt hier. Das sind die Samples von Alex, also einmal mit dem Mädchen. Finde ich auch richtig, richtig cool. Die kommen demnächst auf jeden Fall in mein Sticker-Album. Dann ist das wieder das andere Tape, was ich jetzt als Rolle besitze. Aber das werde ich auf jeden Fall als erstes zerschnibbeln. Ja, finde ich auch wieder richtig cool. Dann hat sie mir total süße Samples geschickt, die ich so auch nicht kannte. Also die Washi-Tapes. Bis auf das eine hier. Die ganz alten Hasen unter euch werden das Tape auch auf jeden Fall erkennen. Es war mal eine Zeit lang Trend, das halt so bei Mädchenstickern dran zu machen. Genau. Habe ich selber noch nicht so gehabt. Von daher richtig cool, dass ich jetzt auch mal so ein klassisches Tape besitze aus der Zeit mit den Mädchen und den Geweihen quasi. Dann sind hier noch so verschiedene, ja, florale und mit Tieren Washi-Tapes aufgewickelt. Ich zeige euch mal eins. Da sind halt so verschiedene Waldtiere drauf, richtig hübsch. Auch von den Farben her richtig toll, weil ich mag ja so bunte Sachen total gerne. Genau, ach, das finde ich auch richtig mega. Und dann hier noch so Planeten, also. Ja. Und ich mag das ja auch, wenn die Washi-Tapes so bunt sind und so für sich stehen. Also, das ist ja dann auch ein echt schönes Deko-Element in der Wochendeko.
Hier ist noch was mit Büchern, dann hier mit so Blumen, also so mehr Florales und auch hier wieder so mit kleinen Tierchen. Richtig toll. Mit Büchern. Also man merkt, dass die von Bäcker kommen, weil da sind viele Bücher drauf. Sie hat ja auch einen Buch-Account. Wenn ich das gleich irgendwie, wenn ich gleich dran denke, werde ich es auf jeden Fall hier irgendwo unten reinschreiben. So, dann gab es noch Mädchen. Und da habe ich mich richtig gefreut, weil diese Rolle von La Dolce Vita besitze ich noch gar nicht. Und das sind halt Mädchen, die ich noch nicht habe. Oder zumindest meistens nicht habe. Manche wiederholen sich ja in den Rollen. Zum Beispiel das hier. Aber ich finde, das ist ein bisschen größer als das, was ich habe. Auch richtig cool. Ja, von daher habe ich mich darüber richtig gefreut. Die kommen auch ins Stickeralbum. Habe ich auf jeden Fall wieder ordentlich was zu schnibbeln, wenn ich Zeit habe. Dann hat sie hier noch so verschiedene Flakes, also Sticker Flakes reingepackt. Da sind auch richtig coole Sachen bei. Also so Katzen natürlich und verschiedene Lineart-Mädchen. Katzen, ja, dann noch verschiedene so Frauensticker, fand ich auch mega witzig. Ja, und Katzen. Also, da ist auf jeden Fall viel dabei, was auch in die Wochendeko kann, weil ihr wisst ja, ich habe oft Katzen in meiner Wochendeko. So, und dann war noch hier so ein Riesenblock an Sticker-Sheets dabei, wo ich ein bisschen baff war, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber bevor wir dazu kommen, genau, hier noch so ein paar Sachen. Da waren so verschiedene Papiere mit so süßen Illustrationen dabei. Also hier so ein Koala-Bär. Dann Punktesticker, auch teilweise in Farben, die ich so noch nicht besitze. Finde ich daher auch richtig cool. Dann hier, das war so ein Sticker-Sheet. Da sind so verschiedene Arten von Sticker drin. Also einmal so transparent mit so Alltagsgegenständen, würde ich sagen. Dann hier noch so mit Rahmen, Tags und so weiter. Und dann ja auch nochmal so mit so Möbeln und so Gegenständen, die man so zu Hause hat. Und das ist halt immer ein unterschiedliches Material. Also das ist eher so gestrichen, das Papier. Also so ein bisschen glänzender. Das hier ist ungestrichen matt und das ist halt transparent und das finde ich richtig cool. Kannte ich so noch gar nicht. Genau. Und hier kommt dann noch so ein Batzen an Sticker-Sets. Und ihr werdet jetzt bestimmt sehen, warum ich mich mega gefreut habe. Also, sie hat mir als erstes dieses Sticker-Set geschenkt, was ich mir auch schon bestellt hatte bei Kaffee Analog. Aber ich finde es mega cute und ich finde es so süß, dass sie halt an mich denken musste und das mir da so reingepackt hat. Auf jeden Fall richtig cool. Dann hier nochmal Papier mit so einer kleinen Ente oder einer Gans. Finde ich auch richtig cool. So, und hier musste ich echt schlucken und war so happy, als ich das gesehen habe, weil sie hat mir alte Pan and Alex Sticker Sheets reingepackt und die gibt es ja so nicht mehr und ich habe mich so gefreut. Ja, also einmal die Katzen von Alex, dann so Couple Sticker, auch richtig toll, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber mega cool. Dann diese Emotions. Ich glaube, davon gab es auch mal ein Washi-Tape. Und ich habe, glaube ich, Samples davon. Auf jeden Fall, ja, mega. Dann noch weitere Emotion- bzw. Mädchensticker, aber mit Ganzkörper, auch richtig cool. Ja, und ich habe mich so gefreut. Also, ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, liebe Becker.
Das war auf jeden Fall eine Überraschung, mit der ich nicht gerechnet habe und auch wieder viel zu viel, weil wir hatten uns eigentlich nur auf die Samples irgendwie geeinigt. Naja, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also, und ich freue mich auch schon, das alles einzusortieren und in mein Stickeralbum zu übertragen, wenn ich dann hoffentlich die nächsten Tage dazu komme. Und in dem Zuge werde ich auch einfach mal ein paar alte Sachen aussortieren und auf meinen Sale-Account stellen. Weil ich muss echt mal Platz für Neues schaffen und dann, ja, muss auch mal das Alte weg. Aber ich werde euch auf jeden Fall noch informieren, wenn es dann halt, wenn ich halt die Sachen für den Sale-Account bereit habe und reingestellt habe. So, dann kommen wir als nächstes zu einer weiteren Happy Mail. Und da war ich auch echt aus dem Häuschen. Die ist von der lieben Jessie von Planner and Other Things. Ich blende alle Namen, die ich hier erwähne, auf jeden Fall ein. Ich hoffe, ich vergesse es nicht am Ende. Und ich habe echt, also als ich diese Happy Mail aufgemacht habe, nur gestaunt und die ganze Zeit nur so, wow und oh mein Gott. Und es war echt witzig. Ich hätte es irgendwie aufnehmen sollen für Jessie, weil ja, es war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und es war irgendwie wie Weihnachten und Geburtstag in einem, als ich diese ganzen Pakete aufgemacht habe und diese schönen Sachen begutachtet habe, die ich bekommen habe von meinen lieben Planerfreunden. Ja, ihr seht hier schon so ein bisschen was. Also, ja, wo fangen wir an? Ich fange mal mit meinem Highlight an. Und zwar hat sie mir ein Alphabet-Stempelset geschenkt, was ich schon sehr, sehr lange geliebäugelt habe und irgendwie mir dann doch nicht bestellt habe. Und dann war es auf einmal in dieser Box drin und ich habe mich so gefreut. Ihr wisst ja, ich stempel nicht so gerne, aber ich bin gerade so ein bisschen in einer Art Stempelliebe verfallen. Und Buchstabenstempel kann man halt echt immer benutzen, auch in Wochendekos. Deswegen freue ich mich da so sehr drauf. Also richtig cool, auch die Box und alles hier, so wie das aufgemacht ist. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Als ob das dann halt nicht genug wäre, hat sie mir dann noch Zahlenstempel reingepackt, die auch richtig toll sind. Die kannte ich auch noch gar nicht. Ich glaube, die sind von Sostrene. Wenn ich es dann mal aufbekomme. Ja. Genau, auch richtig toll. Auch von der Größe her eigentlich voll gut. Also kann man bestimmt auch so in Wochendekos oder wenn man halt undatierte Sachen, Einlagen benutzt, verwenden. Finde ich richtig toll. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt zu. Dann gab es einen richtig süßen Stift, der auch mega zum Duck Egg passt. Er hat so ein bisschen, ich würde sagen, so Weihnacht- oder winterliche Motive drauf. Von daher, ja, perfekt für die Jahreszeit gerade. Und es ist halt so ein Kugelschreiber. Die gibt es ja auch bei Sostrene in so verschiedenen Varianten immer wieder mal, so saisonal oder ja, in bestimmten Mustern. Und ich finde die mal ganz praktisch. Ich habe auch oft immer einen in der Handtasche oder so, weil der einfach ja, so für die Tasche perfekt ist. Dann gab es hier noch, ich hole mir auch noch mal die Rolle dazu, weihnachtliche Samples. Und das sind auch Sostrene-Tapes gewesen, die ich mal in einem gemeinsamen Livestream mit ihr gesehen hatte. Und ich fand die so cute. Die waren nämlich auf so ganz kleinen Washi-Rollen aufgewickelt. Und sie hat mir da einfach Samples von reingepackt, was ich richtig toll finde. Und dann hat sie mir noch eine Rolle besorgt von dem Nikolaus oder Weihnachtsmann hier. Passt auch perfekt zum Duck Egg, finde ich, mit der Farbe. Richtig toll. Und ich finde halt auch schön, dass man so ein bisschen, ja, jetzt so Variation hat, weil ich habe gar nicht so viele weihnachtliche oder winterliche Tapes. Und ja, damit bin ich jetzt auf jeden Fall sehr gut ausgestattet für das nächste Jahr. So, dann gab es
noch ein total schönes Sticker-Set mit Katzen und ich kannte das vorher auch noch nicht. Und ich liebe es ja, wenn es halt so Sachen sind, die ich wirklich noch nicht kannte, weil man kennt ja schon echt viel so, weil man halt auch viel auf so Shops rumstöbert und guckt und sich in den Warenkorb legt und so weiter. Aber ja, umso schöner ist es, wenn man dann in Happy Mails überrascht wird mit Dingen, die halt total, die einem halt sehr gefallen und die man halt nicht kannte. Und das war genau so ein, ja, so ein Ding halt, als ich das Set gesehen habe. Und da sind halt total schöne Katzen drauf und die fühlen sich auch total toll an. Also das ist irgendwie ein ganz anderes Material als so die herkömmlichen Sticker-Sets, die man so sonst so kaufen kann. Auf jeden Fall, ja, total toll. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ihr wisst, Katzen gehen immer und ich habe ja sowieso immer irgendwie eine Katze in meinen Wochendekos. Von daher freue ich mich da auch sehr. Und es gab noch ein zweites Sticker-Sheet-Set, wo so verschiedene, ja, allerlei tägliche Bedarfsgegenstände drauf sind. Auch richtig toll, weil da kann man wirklich auf, ja, alles Mögliche in die Wochendeko reinkleben. Das ist halt für jedes Thema was dabei. Sei es jetzt Eis essen, Kaffee trinken, Popcorn für Kino oder hier so eine Mütze, Geschenke, also für den Geburtstag oder hier so eine Torte. Ist auf jeden Fall für jeden Anlass was dabei. Von daher auch richtig cool. Und in diesem Umschlag war noch ein kleines Briefchen drin, das zeige ich euch jetzt nicht. Und noch ein bisschen Papier von einem Sostrene, ach, Sostrene, von einem La Dolce Vita Papierblock, was ich auch noch nicht besitze und wo ich mich auch sehr gefreut habe. Weil ja, das sind halt Papiere, die ich so noch nicht habe. Und ich liebe La Dolce Vita und ich finde, das kann man halt ausschneiden und die Wochendeko kleben. Man kann es so für Briefchen benutzen. Also da ist halt auch wieder der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und daher habe ich mich da auch sehr, sehr gefreut. Auch dieser Umschlag ist so hübsch. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht. Also ich muss mich damit auch mal ein bisschen ausstatten, weil ich habe gar nicht so hübsche Umschläge. Aber ja, finde ich richtig cool. So, und dann packe ich das jetzt mal wieder schnell ein. Einsortiert wird, wie gesagt, später. Und komme dann noch zur letzten Happy Mail, die mich erreicht hat vor ein, zwei Tagen. Und die ich selber noch nicht ausgepackt habe. Und zwar hatte ich glaube, in meiner letzten Wochendeko nach einem Washi-Tape-Sample gefragt. Erinnert euch vielleicht das mit dem Eisbären, ob da jemand vielleicht ein Sample für mich übrig hätte. Und da hat sich die liebe Nicole von The Planet Journey gemeldet und hat mir eine super süße Happy Mail anscheinend geschickt, weil da ist auf jeden Fall mehr als nur ein Sample drin. Und ja, wir schauen einfach mal gemeinsam jetzt rein. Also sie hat auch den Karton so total süß verziert und dekoriert. Finde ich richtig toll. Wow, also ihr seht, es ist auf jeden Fall mehr als nur ein Sample. Und ich glaube, hier ist eine kleine Karte dabei. Ja, da hat sie mir einen ganz lieben Gruß geschrieben. Und ich finde es auch toll, dass wir so in den Austausch gekommen sind. Also vielen lieben Dank. So, dann springen mir als erstes diese PET-Tapes ins Auge. Und das habe ich schon, das ist, glaube ich, ja, das ist das gleiche wie vorne. Und das ist so schön. Aber das ist echt hübsch und die Farben passen ja wieder auch mal mega. Deswegen freue ich mich darauf. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das dann ist. Aber vielleicht kann sie es ja in den Kommentaren mal reinschreiben. Und auch hier, oh, richtig cool. Das schreit so nach Sommer gerade. Vor allem mit den Farben. Richtig toll.
Und ich finde es auch schön, dass das so unterschiedliche Größen sind, weil dann kann man halt auch mal so in den Wochendekos so kleine Kleckse reinsetzen. Das finde ich ja immer richtig cool. Ja, die werden auf jeden Fall auch ins Stickeralbum landen. Sind auf jeden Fall mega geeignet, um sie halt auszuschneiden. Also schon mal vielen lieben Dank dafür. Ich finde beide Tapes total hübsch. So. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal oder mache einfach mal hier weiter. Wie cool ist das denn bitte? Oh, ich liebe ja so Kleckse. Und das scheint irgendwie so halbtransparentes Papier zu sein. Ja, mega. Richtig cool. Oh, darauf freue ich mich. Ich kenne den Shop gar nicht. Vielleicht sagt euch der Name was. Also da bin ich wieder raus. Aber ich finde die Sets super. Also mega. Und dann hier noch wieder richtig schöne Blumen. Wow. Gefällt mir. Also auch vom Stil her mag ich das total. Und dann, es hört nicht auf. Machen wir mal den ersten Umschlag hier noch auf. Okay. 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 Wow, das ist echt viel. Also, was haben wir? Wir haben hier auf jeden Fall erstmal verschiedene Labels in so etwas peppigeren Farben, was ich richtig cool finde, weil es sonst oft immer sehr so vintage-mäßig ist und das ist mal so ein bisschen anders, finde ich richtig cool. Dann hier noch so eine Art, wie sagt man denn? Ja, so Tag oder halt so eine ausgestanzte Form. Auch richtig cool. Dann verschiedene Papiere anscheinend. Oh, das ist ja mal cool. Okay, das gefällt mir. Das ist richtig schön. In verschiedenen Farben. Ah, das ist wahrscheinlich Tina Sosna vom Papierblock. Ich hatte auch mal eins, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich das habe. Aber richtig cool. Ja, gefällt mir. Ich mag ja auch ihren Stil. Dann nochmal Katzen. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie Washi-Papier. Ja, es ist auf jeden Fall ein Aufkleber. Richtig cool. Ja. Dann noch Rahmen. Ja, richtig toll. Also sowas besitze ich immer nicht. Von daher, ich mag das dann, wenn da so ein Happy Mails dabei ist. Oh, und dann noch von so einem Papierblock Pikachu. Richtig süß. Ah, und von diesem Mond-Memo-Pad wahrscheinlich. Ja, auch gut, weil ich habe die andere Farbe davon. Also die Farbe besitze ich nicht. Richtig cool. Das kann man auch voll schön in die Dekos einbauen, finde ich. Dann noch mehr Labels. Aber als Sticker. Und die sind ja mal auch mega. Ja. Ich tippe mal, dass das ein Chianing ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht kann die Nicole uns das in die Kommentare schreiben. Aber es sieht so nach Lin Xianing aus vom Stil her. Aber kannte ich nicht. Also richtig cool. Dann noch Kreise oder Punkte in meiner Farbe. Und von Möhrenkunst noch ein Sticker-Sheet mit Knitting. Und das ist ja mal mega. Wahrscheinlich hat sie gesehen, dass ich in letzter Zeit so ein bisschen häkel und so weiter. Ja, richtig cool. Solche Motive fehlten mir tatsächlich auch. Von daher, ja, mega. Dankeschön. Oh, das sind so schöne Sachen. Und auch so viel. Oh mein Gott, ey. Es artet immer aus, wenn man jemanden Happy Mails schickt. Ich kenne das ja von mir selbst. Aber ich bin dann immer so überwältigt, wenn ich sowas halt zurückbekomme. Und ja, muss das dann auch erstmal so ein bisschen verarbeiten und überlegen, so wow, so schöne Sachen. Und ich mag es, wie gesagt, wenn es halt auch so Sachen sind, die ich noch gar nicht gesehen habe vorher. Also das war auf jeden Fall eine schöne Überraschung.
Und dann kommen hier wahrscheinlich die Samples, die wir eigentlich tauschen wollten. Und da ist natürlich wieder mehr drin. Oh mein Gott. Okay. Also. Ich zeige vielleicht erstmal das Tape, worum es ging. Also es ging um dieses Eisbären-Tape. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Ich kann es auch mal kurz aufrollen. Das hier. Und sie hatte mich dann auch gefragt, ob ich nicht von diesem Katzentape was haben möchte. Und das kenne ich auch von früher. Das ist auch schon sehr alt, glaube ich. Aber ich habe davon, glaube ich, bisher nicht. Also auf jeden Fall keine Rolle und ich meine auch kein Sample. Und das finde ich halt auch. Ich habe es irgendwie mal bei Etsy, glaube ich, letztens noch im Warenkorb gehabt. Das ist super schön, vor allem, weil da auch Katzen drauf sind. Ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut, dass ich jetzt noch so ein bisschen Nachschub von den Eisbären habe und dann noch so ein schönes Katzentape. Aber damit ist nicht genug. Sie hat noch mehr reingepackt. Und zwar einmal das blaue MT-Tape, das breite mit den Punkten. Ich glaube, das kennen auch viele von euch. Und dann, oh mein Gott, ein La Dolce Vita-Tape, was ich auch nicht besitze. Und wo ich jetzt auch gerade sehr happy bin. Weil das halt auch wieder Motive sind, die ich gar nicht habe. Ja, richtig cool. Oh ja, da freue ich mich. Total toll. Das sind eher so Sommermotive, würde ich sagen. Ich roll jetzt mal nicht alles auf. Die werden auf jeden Fall auch fleißig ausgeschnitten. Und ich finde es gut, dass das auch wieder so ein etwas älteres Tape ist, anscheinend, weil das halt ohne Trägerfolie ist. Aber das sieht man ja viel zu selten heutzutage. Von daher mega cool. Und dann hat sie mir noch so eine Art, ja, Vogel-Sample. Ich kenne das Tape auch, aber ich besitze es nicht. Geschickt. Mit so vielen kleinen bunten Vögeln. Richtig cool. Ja, okay. Meine Liebe zu Vögeln und Katzen ist auf jeden Fall allen Planerfreunden bekannt. Und auch so ein richtig cooles Katzentape. Mit so Sprechblasen und so drauf. Kannte ich bisher auch nicht. Mega. Richtig cool. Und dann noch so eine Art Waldbäume-Tape, auch so leicht ausgestanzt quasi wie das Vogeltape. Das kenne ich auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich davon schon ein Sample habe. Ich meine nicht. Aber man kennt es. Also es sind auf jeden Fall ältere Tapes, das weiß ich. Und ich finde es mega. Richtig cool. Ja. Und das war's, glaube ich. Beziehungsweise. Das ist schon echt viel, also mehr als erwartet. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Nicole. Also, da habe ich mich echt gefreut. Und auch, wie schön das alles eingepackt ist. Ich finde, das muss man echt ja, würdigen und wertschätzen, wie schön alles immer eingepackt ist in so Happy Mails. Ja, und das war's jetzt auch erstmal von meiner Unboxing, Tour durch verschiedene Happy Mails und Bestellungen. Ich war also wirklich bei jedem einzelnen Paket sehr gerührt und total baff, was da alles so drin war. Also nochmal vielen lieben Dank an Nicole, an Jessie, an Becca und auch an Alex und an Ria für ja immer den netten Kontakt und den Austausch, den schnellen Versand und die Abwicklung. Also es ist immer ja total angenehm, wenn man dann halt auch so eine gute Experience mit so Shop-Ownern hat und
sich halt auch auf einer anderen Ebene austauscht. Genau. Und ich würde mich jetzt einfach an dieser Stelle verabschieden und das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen, während ich hier ausgepackt habe. Ja, ich weiß noch nicht, wann es hier so regulär, also ich habe ja gar keinen Zeitplan oder Uploadplan, weil ich das ja eher so nach Lust und Laune mache, aber ich weiß halt noch nicht, wann es hier so wirklich weitergeht, weil ich einfach noch unglaublich viel aufholen muss hier, sei es im Haushalt als auch am Schreibtisch an sich. Also hier ist echt Chaos ausgebrochen, als ich hier alles liegen lassen habe. Ja, da macht sich halt so ein paar Tage Krankenhaus bemerkbar. Und ich bin auch noch nicht hundertprozentig fit. Mein Sohn ist auch noch nicht hundertprozentig fit. Von daher werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen. Aber ja, wenn ich es schaffe, vielleicht kommt dann demnächst mal wieder eine Wochendeko, aber ich weiß es noch nicht. Aber ja, ihr hört und seht mich auf jeden Fall auch auf Instagram. Da bin ich ein bisschen aktiver als hier. Und genau, würde einfach sagen, ich wünsche euch, falls wir uns halt vorher nicht mehr sprechen oder nicht mehr schreiben, ein ganz tolles und gesundes neues Jahr. Kommt gut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.